Na, ihr Zauberschön, wir machen heute ein bisschen was mit Blümchen und mit einem Hasi. Also es wird nicht primär eine Osterkarte, die kann man aber dafür nutzen, wenn man möchte. Da müsst ihr dann einfach nur den Spruch austauschen. Ich dachte mir, das wird einfach nur eine schöne Frühlingskarte. Also so würde ich das eventuell betiteln. Das kann man aber immer sehen, wie man möchte. Also das sieht jeder meistens anders, aber ich gebe euch ja immer viele Anregungen und hoffe, dass ich da so ein bisschen euren Geschmack treffe. Ich habe wieder was vorbereitet. Selbstverständlich Kartenrolling und Aufleger, damit das einfach ein bisschen schneller geht. Ihr findet wie immer alles unten in der Infobox, alle Maße und was ich verwendet habe. Denn Aufleger ist wieder im schönen Büttenrand gestanzt mit der Krealis-Stanze. Und die werden wir uns jetzt erstmal verschönern, denn ich wollte eigentlich Designerpapier in den Hintergrund packen, aber irgendwie habe ich nicht das gefunden, was ich wollte. Also ich habe es bestimmt irgendwo, aber ich finde es nicht. In meinen Papieren habe ich nicht so die Ordnung drin. Ich habe eh so ein bisschen in meinen Schränken so ein bisschen geordnetes Chaos. Kennt ihr bestimmt, ne? Und ich wollte daher die Bordürenstanzen nutzen. Und auch da war ich mir mal wieder nicht schlüssig, welche von denen es wird. Aber ich finde diese Punkte so schön. Hier ist ja einmal diese Punktelinie und ich glaube, das werde ich nehmen und dann immer so ein bisschen Platz dazwischen lassen. Also ich werde die nicht nebeneinander sitzen, dass quasi das ganze Blatt voll ist, sondern wirklich eher so wie Streifen und das in dieser Position, wie das Blatt gerade liegt. Also nicht so und dann Streifen runter, sondern wirklich so. Wir schauen uns das Ganze mal an. Also in meinem Kopf sieht es schön aus. Ne? Ihr wisst aber, manchmal wird es dann auch anders. Das ist ja meistens so. Jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Aber komischerweise sieht es dann auf dem Blatt immer ganz anders aus. Komisch. Sehr komisch. So, ich nehme mal einmal das Stempelchen. Das ist übrigens aus dem Set. Findet ihr auch unten. Ich sage es trotzdem dazu. Bordüren senkrecht 1. So. Und da habe ich mir jetzt schon mal mein Stempelblock parat gelegt. So. Und habe hier das Zartrosa von SU. Die Farbe hat mir gerade ganz gut gefallen. Momentan ist es ein bisschen sehr rosalastig bei mir. Ja, es tut mir leid. Das wird sich dann aber wieder ändern. Das, ja, das bleibt ja nie so lange. So. Und ich gehe jetzt hier rein und werde, wie gesagt, einfach ein paar Streifen setzen. Das sieht doch ganz hübsch aus. Also mir gefällt das gut. Ich habe auch zwischendrin mal den Block gedreht, falls ihr es gesehen habt, um da einfach noch ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen und habe auch immer versucht, ein bisschen weiter oben oder unten anzusetzen. Aber so an sich gefällt mir das ganz gut. Das sieht schön zart aus. Also man könnte es natürlich noch mal ansetzen, eventuell mit derselben Farbe oder mit einer anderen und dann noch mal drüber gehen oder eventuell sogar die Lücken noch vollstempeln. Aber ich lasse das so. Man könnte jetzt sogar auch noch, was mir auch noch einfällt, ein anderes Stempelchen nutzen. Zum Beispiel dieses hier. Und das passt hier noch in die Lücken rein. Das könnte man auch machen. Schon hat man sein eigenes Designerpapier fertig gemacht. So, als nächstes würde ich das Hasi jetzt erstmal ausmalen. Und dafür gibt es dieses schöne Set heute. Das ist meine Valentinshasen. Und ich mag dieses Hasilein mit dem Brief hier oben so gerne. Letztens hatten wir ja den mit dem Herzen benutzt. Heute ist der kleine Kerl hier oben dran. Verdammt, ich habe mir keinen Namen vorher überlegt. Oh, das hätte ich mal machen können. Ach, da muss ich wieder drauf warten, bis mir dann ein Name durchs Gedächtnis, durch den Kopf fliegt, wenn ich male. Und ich dachte mir, erstmal ein Stückchen Weiß nehmen, war auch nicht schlecht, das Ganze heute mal wieder in Aquarell zu machen. Man muss ja eh üben. Und ich wollte heute kein Schwarz nehmen für die Umrandung, sondern Grau. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Das weiß ich gar nicht, ob ich das mal gemacht habe. Bestimmt. Also habe ich bestimmt schon mal gemacht. Ich habe es bloß vergessen. Deswegen heute Hasi mal in grauen Umrandung, denn der Spruch wird dann auch grau. Meine Überlegung. Ihr wisst, ich ändere viel. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Und dann habe ich mir hier meine Aquarellpaletten schon parat gelegt und dann geht's gleich weiter mit dem Ausmalen.
lasse das jetzt so, bevor ich es noch schlimmer mache. Der Hasi ist dunkler geworden, als ich wollte. Ich hoffe, das wirkt dann trotzdem irgendwie auf der Karte. Und ich würde meinen, mein Hasi hat einfach mal schmutzige Füße. So. Irgendwie bei den Füßen habe ich dann zu viel gemacht. Ich bin ja erst mit Aquarellfarbe drauf und habe dann versucht, noch ein bisschen was mit meinem Polychromos zu retten. Aber irgendwie, es war einfach zu viel Farbe von Anfang an. Mal wieder. Ich hätte vielleicht doch meine Uhuhus, also meine Alkoholmarker nehmen sollen. Nun gut, ich lasse das so. Ich habe den Brief auch noch ein bisschen angegraut, damit der nicht so starr weiß ist. Und jetzt werde ich das Hasi einfach mal ausschneiden und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, darf ich vorstellen, das ist Otto. Ich glaube, Otto hatten wir noch nicht. Also ist das heute klein Otto. So, und jetzt schauen wir mal, wie denn Otto hier drauf wirkt. Ja, geht. Ja, das Ausmalen, das muss ich wirklich noch üben. Und da kommt auch ein bisschen was drumherum. Ich habe an Blumen gedacht. Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Und es gibt neue Blümchen im Shop von Simple and Basic. Und ich würde sagen, die probieren wir gleich mal aus. Meine Überlegung natürlich wieder weiß-rosa, weil es einfach dazu passt. Man könnte ja aber auch schon das Ganze einmal aufkleben, damit das schon mal sitzt. Und ich würde das tatsächlich auf 3D-Punkte setzen, beziehungsweise auf meine 3D-Streifen, damit einfach der Büttenrand noch ein bisschen rauskommt. Irgendwie ärgert es mich gerade ein bisschen, dass Otto nicht so schön geworden ist. Ja, irgendwie finde ich das gerade sehr schade. Nun gut, aber jetzt nochmal neu machen, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu... Dann versuche ich lieber aber noch was zu retten, als das Ganze dann neu zu machen. Komischerweise, so geht es mir beim Basteln. Beim Stricken ist das wieder anders. Dann mache ich dir einfach nochmal alles auf. So, ich nehme mir jetzt die Blümchen und werde die jetzt einfach mal in weiß, rosa und eventuell auch in Designerpapier ausstanzen. Ja, könnte man eigentlich machen. Ich habe es jetzt doch nur in weiß und rosa ausgestanzt, das reicht aber. Und ich würde die jetzt hier einmal verteilen drauf. Einfach wirklich nur so als Balken, so ein bisschen versetzt und natürlich auch so ein bisschen die Farben so ein bisschen versetzt. Und Otto, also das Hasilein, würde ich dann da einfach mit reinsetzen quasi. Also dass der wie in so einem Blumennest sitzt. So die Überlegung. Wollen wir mal schauen, ob es schön wird. Ich nehme mal meinen Kleber. Ich bewaffne mich mal damit. Und lege einfach mal los. Ich überlege auch gerade noch, ob ich hier die Barthaare mal abschneide. Aber dann hat er keine mehr. Na gut, dann müsste ich welche selber ranmalen. Klären wir später. So, die Blumen sitzen jetzt erstmal. Jetzt kann man die ja noch so ein bisschen hochbiegen. Das kann man natürlich auch alles vorher machen. Aber ich mache das gern dann, wenn sie sitzen. Und die haben ja in der Mitte noch so Falzlinien, beziehungsweise sind richtige Einschnitte. Das heißt, ihr könnt die so richtig schön umbiegen noch. Da haben die dann noch mehr 3D-Effekt. Das brauche ich jetzt hier gerade nicht, sondern ich biege die einfach nur so ein bisschen nach oben. So. Und ihr habt gesehen, ne? Ich habe wirklich querbeet einfach draufgeklebt. Auch die Farben, die gleichen Farben nebeneinander gesetzt. Ich finde das gar nicht schlimm. Und hier kann man nochmal die eine Blüte über die andere machen. So. Und für das Hasi hatte ich ja extra ein Stückchen Platz freigelassen. Den setze ich jetzt mit 3D-Punkten hoch. Otto, entschuldigt. Soll ja nicht Hasi heißen, sondern Otto.
Und da geben wir jetzt hier 3D-Punkte drauf. Ja, wird der zu groß sein? Nee, der passt. Lieber zu viel als zu wenig, weil der sitzt ja auf den Blumen drauf. So, kommt die jetzt hier rein. So, ich habe mir jetzt rausgesucht für den Spruch wieder die Label lieber allgemein, und zwar das Negativ. Vielen lieben Dank. Dann kann ich die Karte einfach so nutzen, wenn ich mich mal bedanken möchte. Aber wie gesagt, man kann auch eine Osterkarte draus machen oder eine Frühlingskarte, je nachdem. Und schaut mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vorhin gesehen hattet, aber ich wollte mit Aquarellfarbe auf ganz normalen weißen Farbkarton gehen. Hätte bestimmt super funktioniert. Aber gut, dass es mir noch vorher aufgefallen ist. Da habe ich mich selber ein bisschen gewundert und dachte mir, hä? Wie wäre es mit Aquarellpapier? Naja, nun gut. So, dann nehmen wir nochmal das gleiche Grau und stempeln uns unseren Spruch. So, auch schon einmal ausgeschnitten mit so einem kleinen weißen Rand noch drumherum. Sieht ganz hübsch aus, finde ich. Und dann bringen wir den jetzt auch noch auf. Da nehme ich jetzt 1 mm 3D-Punkte. So, ich dachte mir, den Spruch direkt in die Botanik zu kleben. Und zwar einmal hier neben Otto. So, dachte ich mir, finde ich es eigentlich ganz hübsch. Ich hätte hier gern noch so ein bisschen Gold mit drin. Deswegen habe ich mir jetzt rausgesucht, Pale Gold. Das geht so ein bisschen mit ins Silberne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das ist nicht Gold-Gold wie dieses Bright Gold. Ah ja, na gut, hier könnt ihr den Unterschied gut sehen. Sondern das geht wirklich so ein bisschen mit ins, ja, ins Gräuliche. Und ich finde, das passt aber gut zu der Karte, weil wir ja hier schon Grau drauf haben. Das ist mir nämlich irgendwie zu krass. Sagen wir es mal so, wie es ist. Deswegen werde ich jetzt von denen noch ein bisschen einfach in den Blumen verteilen. Weil wenn ich jetzt außen rum gehe, das wird mir dann alles ein bisschen zu viel. Und wenn ich das aber auch in die Blumen setze, wird mir das auch zu viel, weil dann müsste ich ja hier riesen Flatschen reinsetzen. Deswegen einfach so ein paar Punkte auf den Blumen wild rumverteilen. Ihr Lieben, wir haben fertig, wenn das nicht mal eine schöne Frühlings-Oster-Dankeskarte ist. Wie gesagt, je nachdem, welchen Spruch ihr mit drauf gebt, könnt ihr die Karte ja für euch abwandeln. Und ja, ich habe ein bisschen mit den Nuvos übertrieben, aber finde ich nicht schlimm. Ich bin ja ich bin ja Mona und ihr kennt mich. Umso mehr Nuvos, umso mehr ist die Karte von mir. Ich finde es wirklich sehr schön. Und je nachdem, welche Farbe ihr auch lieber habt, könnt ihr die ja auch in eurer Farbe abwandeln. Also wenn es jetzt kein weiß-rosa sein soll, dann wäre es halt ja blau-grau-weiß vielleicht. Oder mit grün, grün-weiß, grau ist auch sehr schön. Oder grün-gelb, blau-gelb ist auch sehr schön. Oh ja, blau-gelb finde ich auch sehr, sehr schick. Das müsste man auch mal probieren. Aber die Blumen sind wirklich toll. Also diese von Simple and Basic, die sind wirklich spitze. Ich packe euch die in die Infobox. Ich finde die zauberhaft. Ich finde, die machen so wenig her. Und wenn man die dann hier sieht, sind die so bezaubernd schön. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!